Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 HD Remaster. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier im Spiel angekommen, haben, sind Chris Redfield, ein Stars-Mitglied, und haben aber unsere Kollegen verloren in diesem riesigen Herrenhaus. Und haben uns beim letzten Mal schon mal ein bisschen umgeguckt hier, haben schon den ein oder anderen Zombie gesehen. Die wir aber allerdings noch nicht getötet haben, weil wir Muni sparen wollen. So, da frage ich mich jetzt. Die Türen sind alle zu, ne? Da ist nur eine offen. Ein Schwertsymbol. Ja, okay. Genau, wir müssen dieses ganze Herrenhaus erkunden. Rüstungssymbol. Und, oh Gott, jetzt geht's hier am Fenster. Meine ich das nur, oder habe ich da gerade einen Schatten? Ah, ja! Ah, nee, das sind wir. Oh Gott! Das sind nur wir. Ein Ölgemälde in einem großen Rahmen. Es ist gut erhalten und die abgebildeten Leute scheinen lebendig. Ja, die sehen ganz nett aus, aber lassen wir uns da mal nicht täuschen. Oh, Steuerung. So. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, das heißt, wir können nur hier rein. In das Obergeschoss von dem Speisesaal. Na, und hier läuft ein Zombie rum. Okay. Ah, das mache ich jetzt allerdings anders. Wartet mal. Ich glaube, den kann man in die falsche Ecke locken. Ne? Ja, dann komm her, Kollege. Weil du kannst nämlich hier hinlaufen, weil das hier ist nämlich ein Kreis. Ah, guck mal, da liegt ein Dolch. Das ist schon mal gut. Das ist unsere Verteidigungswaffe. Wartet mal. Wir sind voll. Gut. Den Zombie, den locke ich jetzt einfach auf die Seite, weil wenn der einmal hier ist, backt er sich da fest, wenn das im Original ist. Und dann ist keine Gefahr mehr. Wo ist der? Da hinten, ja. Ha! Seht ihr das? Oder kommt der... Ach, krass, der kommt tatsächlich hin. Okay. Ganz einfache Sache. Wir müssen diese Statue hier einfach durch dieses Loch nach unten stecken. Ja, ja, ist okay. So, und runter. Genau, wie im ersten Teil. Also wie im Original. Und genau, das war's dann hier erstmal. Da haben wir nämlich dann ein Item zur Verfügung. Ja, Zombie. Wo, wie läufst du? Er läuft nach rechts, okay. Das hört man zum Glück auf dem, Oh Gott, jetzt sind hier zwei Türen. Beide zu? Wie jetzt? Von der anderen Seite verschlossen. Wie, die ist auch zu. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol. Okay, das ist jetzt interessant. Dann frage ich mich langsam, wo es hier hin... Wartet mal. War das da hinten? Okay, das heißt, wir sind hier falsch. Okay, jetzt ist der Zombie in der Mitte, das ist gerade uncool. Okay, okay, er ist auf der linken Seite. Alles klar. Ja. Ja, genau, alles klar. Okay, das heißt, wir können jetzt gemütlich an ihm vorbeilaufen. Weil er ist ja so schön blöd, ne? Und auf die andere Seite kommen wir tatsächlich, wenn wir nochmal da zurückgehen. Okay. Also wie gesagt, nochmal ein komplett neues Erlebnis hier im Herrenhaus. Liegt hier vielleicht Munition oder so in der Ecke? Weil manchmal war das im Original so, dass in der Ecke Munition liegt. Aber hier scheinbar nicht, leider. Okay. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir da nochmal hin. Einfach hier links, wo wir schon mal beim letzten Mal waren. Wo ich da zurückgegangen bin, weil da Zombies waren. Da müssen wir da jetzt ja wohl den Zombie erledigen. Aber wie gesagt, wenn wir den Zombie töten... Ah, wir könnten das Item mitnehmen. Aber wir sind voll. Ja, wir sind voll. Wir sind leider, leider voll, Freunde. Chris Redfield hat halt nur 6 Inventarslots. Das ist das Problem.
Genau, wir müssen dann nochmal hier hinten lang. Diesen Durchgang gab es im Original nicht. Verscheißert mich nicht. Da war hier ein Ende. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. So, dann gehen wir hoch. Da liegt noch ein Kraut. Items ablegen können wir jetzt hier tatsächlich nicht. Wie bei Zero. Sondern wir haben hier unsere Kisten. Aber ich würde gerne mal zu einer Kiste kommen. Das ist ja auch das Ding, ne? Wo ist die erste Kiste? Wir haben noch keine Kiste gesehen. So. Wo ist der Zombie? Oh Gott. Das wäre enge Gänge hier. Hier war ein Zombie. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Ah! Alter! Erschreck mich doch nicht so. Okay, dann... Okay, danke. Der lebt natürlich noch, der Kollege. Gleichen Sounds wie in Resident Evil im Übrigen. Errungenschaft freischaltet unheimliche Begegnung. Zombies. So, der Spiegel, ja. Was ist das da für ein Schreibtisch? Na komm schon. Na komm schon. Sagst du nichts dazu? Na, er sagt nichts dazu, okay. Was ist das denn hier? Mehr Objekte können sie nicht tragen. Na toll. Da liegt aber Munition. Die können wir tragen. Sehr schön. Licht übersehen hier. Ich würde gerne das Messer wegschmeißen, ey. Ganz ehrlich. So, dann können wir uns jetzt hier nämlich die Tür öffnen. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Sehr gut. Aber wo geht's weiter? Wartet mal. Wo geht's weiter? Ist alles zu, ne? Es ist alles zu. Wir müssen raus. Oh, um Gottes Willen. Wir müssen raus. Shit. So viele Items und wir können es nicht tragen. Oh Gott, wir müssen echt raus. Draußen kommen doch die Hunde. Ja, jetzt gehe ich voll den langen Weg, ne? Ja, egal, kommt. Ich finde die Sounds hier so geil. So richtig schön authentisch. Mit dem alten Holzboden, der da so knarzt. So. Okay. Dann hier lang. Hier raus. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was uns da draußen erwartet. Ich will nicht raus, aber wir müssen. Wir müssen hier raus. Das ist doch mega gemein. Wirklich, das ist doch mega mies jetzt. Draußen kommen doch bestimmt die Zombiehunde. Im Original konnten wir da raus? Weiß ich gerade gar nicht. Konnten wir raus? Ich glaube nicht. Im Original konnten wir tatsächlich nicht raus. Ich bin jetzt mal gespannt. Also, ich hätte jetzt eigentlich auch mal gerne meine erste Kiste. Ja, ja, ja. Die Hunde. Die Hunde. Shit. Die Hunde. Okay. Ah, ja, 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 verdammt nochmal. Okay. Okay. Ah! Oh, Gottes Willen. Boah, sind die heftig, die Hunde. Hallo? Hallo, ich... Chris, machst du mal irgendwas? Wie jetzt? Sie sind tot, das erste Mal. Hä? Warum verteidigt er sich nicht? Was muss ich machen? Gut, Freunde, ich würde vorschlagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir raus müssen, ja? Also, bis gleich dann. So, da bin ich jetzt wieder. Ich habe es jetzt hier auch nochmal gespeichert. War zum Glück nicht so viel. Und ja, dann probieren wir das doch jetzt nochmal mit den Hunden. Also, wie wehrt sich denn der Chris? Das frage ich mich jetzt gerade wirklich. Also bei den anderen Resis konnte man ja die Tasten drücken. Ja, ist okay. Ich weiß, dass da ein Hund kommt. Zwei sogar.
Ah, es ist nur einer, okay. Ja, so, E drücken, oder was? Ja, okay. Okay, und dann hier. Und dann steht er wieder auf, ne? Die kippen aber auch nicht um. Doch, jetzt ist er umgekippt, okay. Okay. Ich weiß halt nicht, was wir hier... Sollen wir hier wirklich raus? Ich weiß es nicht. Erstes Untergeschoss, da können wir nichts machen. Da können wir nichts machen. Irgendwas scheine ich zu übersehen. Wartet mal. Oder können wir... Ah ne, da kommen wir nur... Da kommen wir nur in den Fallengang, wo ich noch nicht war. Wir müssen tatsächlich raus. Das kann es aber nicht sein. Es ist zu gefährlich, diese Tür zu öffnen. Och nö, dann haben wir jetzt also den Hund völlig umsonst gemacht. Toll. Dann frage ich mich jetzt wirklich, wo wir hier weiterkommen. Also, da draußen waren wir schon. Da, wartet mal. Da geht's zu einer Treppe. Da draußen. Dann gehen wir nochmal in den Garten rein. Vielleicht geht's ja da weiter. Weil irgendwas muss doch hier gehen. Da gibt's scheinbar eine Treppe, wo wir noch nicht waren. Okay. So, dann gehen wir nochmal hier hin. Ich habe nämlich schon die Shotgun-Muni mitgenommen. Hier gibt's irgendwo eine Treppe. Da können wir nicht rein. Hä? Warte mal. Ah, da. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Moment. Genau, hier geradeaus durch. Da ist eine Treppe oder sowas. Hier. Aber das ist, okay. Die Einbuchtung einer Fallspitze. Ah, Moment. Wir können keine Items ablegen, ne? Verwenden. Verdammt. Wo war denn jetzt nochmal der erste Speicherraum? Also ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Weil wir haben uns jetzt voll gemacht. Aber es gab ja oben diese Pfeilspitze, die könnte man hier einsetzen, ja. Super. Wir könnten auch dieses Juwel mitnehmen. Weil irgendwie anders kommen wir hier nicht weiter, ne? Ist die echt zu, die Tür hier? Moment. Ja, ein bisschen verwirrt. Ach, diese Kamera ist, geht auch wie bei Zero. Ah ja, okay. Ich will gerade echt mal überlegen. Weil ich kann mich nur daran erinnern, dass die offen ist hier. Der Zombie da in dem Raum, ne? Verschlossen. Schwertsymbol. Ich befürchte, dass wir irgendwie einen Itemplatz brauchen. Frage ist nur, was können wir da... Können wir das Messer irgendwie wegschmeißen oder so? Ich würde gerne das Messer wegschmeißen. Oder nochmal speichern, aber dann ist halt... Ich hätte ja halt die Munition nicht. Ach, wir haben Feuerzeug. Oder ich würde das Kraut nehmen. Mann, aber das ist Verschwendung. Nur wegen einem Itemplatz. Ach, das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt doof gemacht, muss ich sagen. Warum gehe ich überhaupt wieder hier rein? Ich wollte nach oben. Ich wollte den Pfeil holen. Beziehungsweise ich hoffe, dass wir da die Pfeilspitze kriegen. Dass wir da draußen weiterkommen. Ja. Wie gesagt, das war ja hier auf der Seite. Ach Mann, das habe ich jetzt... Das habe ich natürlich jetzt nicht gewusst, ne? Ich meine, wir sind ja noch grün. Das ist Verschwendung, jetzt ein Heilkraut zu nehmen. Wobei uns der Hund hier einmal getroffen hat, also... Der Zombie ist auf der anderen Seite, ja. So, da können wir jetzt nämlich rein. Schöne Abkürzung. Wartet mal, oder geht die andere Tür... Die geht nicht? Okay. Schön von der anderen Seite verschlossen. Okay, ja, wir haben ja hier jetzt, genau, diese Pfeilspitze. Die können wir draußen einsetzen. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Dann machen wir das jetzt. Wir heilen uns. Obwohl es nicht nötig ist.
Und nehme den goldenen Pfeil mit. So, damit wir hier ein bisschen Fortschritt haben. Objekt untersuchen. Ja, das kennt man ja. Das kenne ich. Objekt prüfen. So, goldener Pfeil. Die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Und wir haben eine Pfeilspitze. Die Pfeilspitze besteht aus Peridot, das wie Smaragd aussieht. Sehr schön. Das heißt, wir können da in den Garten weitermachen, ne? Ja, okay, dann machen wir das. Ja, wie gesagt, dann geht's jetzt endlich weiter. Wir haben zwar einen Heilkraut verschwendet, aber was hätte ich machen sollen? Ich wusste nicht, dass man am Anfang einen Itemplatz freihalten muss. Ja, gibt einem aber auch keiner eine Kiste am Anfang, ne? Das ist echt ein bisschen doof. Ich möchte meine Kiste haben, Freunde. Ach Mensch. Aber gut, wollen wir mal nicht so wehleidig sein. Ich bin ja schon froh, dass dieses Spiel auf meinem Rechner funktioniert. Ich bin so froh, ja. So, dann können wir jetzt hier draußen, die Pfeilspitze einsetzen. So, da bin ich mal gespannt, was da abgeht. So, Pfeilspitze. Hier bist du. So. Verwenden. So. Dankeschön. Ja, und da öffnet sich was. Oh Gott. Will ich da rein? Ich muss da rein. Oh Gott, was ist das wieder für ein Keller hier? Ach du Heilige. Was ist das? Himmelswillen, Villa erstes Untergeschoss. Was ist das denn? Eine Steinschaufel mit Löchern anstelle von Augen, Nase und Mund. Loch anstelle der Augen. Oh, ist das widerlich hier, okay. Was kommt hier? Was kommt hier? Oh Gott, was ist das? Das fällt bestimmt auf den Boden. Ein Buch ist in die Einbuchtung eingepasst. Buch der Verfluchungen. Soll ich das wirklich mitnehmen? Gibt's hier sonst nichts? Nee, doch, hier gibt's noch was. Die Flammen werden größer und größer. Sie werden sie jeden Moment einholen. Was? Okay. Ja, wir haben hier keine Zeit mehr. Okay, das heißt, wir müssen hier raus. Ja, ist hier nur so ein Buch oder was? Prüfen. Es trägt den Titel Buch der Verfluchungen. Ach, guck mal. In dem Buchrücken ist ein Schlüssel eingebettet. Ja. Wir haben den Hausschlüssel. Und das Buch der Verfluchungen. Die vier Masken. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt. Riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Oh mein Gott. Okay, ich will hier raus. Oh, danke. Zum Glück können wir hier raus, ey. Da ist sogar noch was. Da unten ist noch was irgendwas. Okay. Okay, aber wir kommen schon mal weiter. Wir haben einen Hausschlüssel gefunden. Na Gott sei Dank. Welcher ist es denn? Keine besonderen Merkmale. Hier, ah, der Schwertschlüssel. Sehr schön. Wir haben hier Schwertschlüssel gefunden, Freunde. Das heißt, wir können jetzt ordentlich weitermachen im Haus. Weil dann sind uns somit einige Türen offen. Genau. Oder? Naja, die werden leider nicht angezeigt. Das ist das, ne? Die Türen, wo man das aufmachen kann, wird nicht angezeigt. Da unten müssen wir nochmal hin irgendwann. Okay. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Jetzt haben wir erstmal den Schwertschlüssel. Ach, das ist so cool, wie beim Anfang. Mit diesen Schlüsselsymbolen. So. Okay. Dann gehen wir mal. Probieren wir den mal auf der einen Seite. Okay. Ja. Ich hoffe, dass wir hier weiterkommen. Ja, meine Katze macht gerade ein bisschen Geräusche. Kommen wir hier weiter. Ah!
Wunderbar, wir können hier weiter, aber hier ist leider kein Safe-Raum. Hier ist leider kein Speicherraum, Freunde. Was ist das da? Was ist das? Lichtschalter, okay. Verschiedene Skulpturen und Töpferwaren. Hier ist es ruhig. Das kann man verschieben, das weiß ich noch. Genau. Da ist nämlich Munition hinter oder so. Und ein Dolch. Okay, alles klar. Ein Dolch. Dolch mitnehmen? Ja, danke. Kommt jetzt wieder was durchs Fenster? Oh Gott. Da kommt bestimmt was aus, durchs Fenster gesprungen gleich. Ein Gemälde des Hauses hängt in der Finsternis. Kann man das verschieben wieder? Nee, aber da hinten das. Aber, wie gesagt, wenn was kommt, werde ich einfach durchlaufen. Da hinten ist ja die Tür. Ah, da, guck mal, da liegt doch Munition drunter. Ah, andersrum. Okay, toll. Schön andersrum machen. Da liegt Munition drunter. Wie im ersten. Also wie im Original. So, nehmen die Munition. So, 51 Schuss. So, und dann renne ich jetzt einfach durch hier. So, zack. Meine Güte. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier. Das jetzt für eine Sicht. Ah, ja. Okay, daran kann ich mich jetzt wieder ein bisschen erinnern. Ein Gemälde des Hauses bei Sonnenuntergang. Kommen wir hier rein. Da kann man sogar rein. Dann gehen wir da rein. Verschlossen. Dieses altmodische Schloss ist leicht zu knacken. Ah, also mit dem Dietrich, den aber Jill hat. Und wir aber nicht. Toll. Tolle Wurst. Wir haben stattdessen das Feuerzeug. Ja. So, dann. Oh Gott. Hab ich erschrocken wegen dem Ventilator da. Was ist denn das hier? Da ist Wasser drin. Sie ist voller Schmutzwasser. Ja, stöpsel mal. Zieh mal den Stöpsel. Interessant. Oh Gott. Ja, toll. Den muss ich leider töten, Freunde. Den muss ich leider töten. Der ist mir ein bisschen zu nah dran, um ehrlich zu sein. Na los, Chris. Mach was. Mach was. Ah. Puh, danke. Den musste ich töten, weil der war zu nah. Der war wirklich zu nah. So, da ist aber was drin. Ja, heute können sie nicht tragen. Dann nochmal. Das Wasser funktioniert anscheinend noch. Ne, einmal auf Klo. Das ist schon lange nicht mehr geputzt worden. Ja, trotzdem. Muss er bestimmt mal aufs Klo. Nee, muss er nicht. Okay. Ja, da müssen wir hier gleich nochmal hin. Das war ein kleiner Schlüssel. Für das Schloss, was leicht geknackt werden kann. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier nochmal was zu tun. Okay, haben wir hier irgendwas? Das ist spannend. Oh Gott. Das ist sehr spannend, Freunde. Oh, Gewitter. Okay, jetzt kommen wir hier nämlich in den Raum, wo wir bei Jill im Original die Schrotflinte bekommen haben. Genau das hier. Aber da wir das Original schon gespielt haben und wissen, was hier passieren wird, wenn wir die Schrotflinte nehmen, lasse ich sie erstmal hier hängen. Da ist noch ein Dolch. Dankeschön. Wir haben schön viele Dolche hier. Hier scheint etwas gebrannt zu haben. Ein strenger Geruch liegt in der Luft. Ja, Chris, Feuerzeug. Schade. Okay. Okay, schade. Staffeleien und Bronzestatuen. Hier ist nichts Interessantes. Okay. Na gut. Genau, da liegen Farbbänder, die kann man ja stacken. Und da geht auf, Freunde. Ihr seht, hier hängt ein Schrotgewehr. Aber das werde ich nicht mitnehmen. Weil, wie gesagt, da draußen, wir nehmen die Farbbänder mit. Das ist nicht gut, wenn wir das jetzt mitnehmen. Ein polierter Silberkrug. Weil ihr seht, ist ja dieser Durchgangsraum hier. Der hat einen Zweck.
Und den Zweck seht ihr, wenn ihr mein Display vom Original guckt. dann wisst ihr, warum ich das noch nicht mitnehme. Okay, weiter geht's hier mit unserer Erkundungstour. Ja, genau. Weil hier war nämlich nie ein Zombie in diesem Gang. Das weiß ich noch. Zurück, toll. Eine tolle Wurst. So. Hier hinten geht's doch weiter. Mann, es geht doch dahin. So, hier. Hä? Da, so. Aber hier waren wir doch eben. Verdammt nochmal. Ja, ja. Hier sind wir rausgekommen. Okay, einfach geradeaus, Mensch. Einfach geradeaus. So. Einfach hier lang. So. Das Bild eines Ritters zu Pferde. Ah, in die große können wir rein, okay. Könnt ihr mir mal eine Kiste geben? Danke. Da ist, glaube ich, unser erster Kistenraum. Da vorne. Oh, gib mir bitte die Kiste. Wir spielen jetzt schon 55 Minuten ohne Kiste, ey. Das Bild einer betenden Frau vor einer Menschenmenge. Kommt hier ein Zombie? Da ist einer hinter der... Okay, alles klar. Der muss weg. Der muss leider definitiv weg. Lauf einfach und... Schieß. Jawoll, der Kopf ist ab. Sehr schön, Chris. Genau, wenn Zombies den Kopf abhaben, dann stehen die nicht mehr auf. Aber da hier rennt noch irgendwo einer rum. Aber ist mir egal. Dann stehen die nicht mehr auf. Aber wenn wir die nur so kaputt machen, dann stehen die nach einer halben Stunde oder so wieder auf. Und das ist blöd. Das ist echt blöd. Da verschwendet man nämlich unendlich seine Munition. So, jetzt müsste eigentlich... Ah, dankeschön. Dankeschön, Freunde. Ah, unser erster Safe Room. Und ihr hört diese Musik. Ah. Das ist eine Safe Room Musik. Ah, danke. Das ist auch die gleiche vom ersten Teil übrigens. Und wir haben hier unsere geliebte Kiste. Ach, schaut mal, und da ist schon was drin. Ah, danke schön. Der Schlüssel? Nee, das kann man aber... Ja, der macht das automatisch, okay. Ah, ein Erste-Hilfe-Spray, Freunde. Ah, das ist schön gerade. So, kombiniere damit. Das können wir aber... So, was ist das denn? Ach, das ist, glaube ich, der... Treibstoffkanister. Ah, diese Musik ist so schön. So... Treibstoffkanister. Sie können Treibstoff mitführen und mit einem Feuerzeug mehrmals neu anzünden. Genau, das ist für die Zombies. Und wir haben hier... Es ist noch Kerosin da. Kanister auffüllen? Ja. Sie haben ihren Kanister mit Kerosin gefüllt. Jetzt haben wir hier zweimal Kerosin drin für zwei Zombies. Damit wir die verbrennen können und diese dann dadurch endgültig tot sind. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Okay, da ist nochmal ein kleiner Schlüssel. Da liegt nochmal Munition drauf. Das habe ich gesehen. Ja, die verstecken die Items gerne hier, ne? Das Messer unbedingt raus, ey. Brauche ich nicht mehr. Hier, Munition. Ah, da liegt noch ein Dings. Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Gott. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Ja. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Einäscherung, also Verbrennen, Vernichtung des Kopfes. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Genau, also wir müssen Zombies verbrennen. Munition? Ich meine, 70 Schuss haben ist doch schon nicht schlecht. Okay, dann haben wir hier jetzt einen kleinen Schlüssel. Alter Schlüssel.
Altschreibmaschine. Wenn ich ein Farbbett hinte. Ja, ich hab's abgelegt. Ich würde nämlich gerne auch die Folge beenden. Ach, ist das wunderbar. Wir haben unsere Kiste wieder. Ach. So erleichtert. Alles klar. Noch die Hälfte des Kerosins da. Gott. Das wird aber schnell verbraucht. Können Ihren Fortschritt speichern? Ja, bitte. Im Speicherraum muss man natürlich auch speichern. Ist doch ganz klar hier. Gut, Freunde, alles klar. Dann würde ich sagen, geht's bei der nächsten Folge nochmal so richtig weiter hier. Muss ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wir haben einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.